Freunde und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder einen weiteren Tag in Schweden unterwegs, immer wieder auf der Suche nach neuen historischen Hinterlassenschaften, die wir erkunden wollen. Heute sind es wieder weitere Bunker und Stellungen aus dem Zweiten Weltkrieg und was wir alles so finden werden, das seht ihr in diesem Video. Hier auch schon an der ersten Stellung, an dem ersten Bunker, was hier jetzt nochmal wieder ganz interessant ist, das Camouflage hier an der Seite. Das sieht man nicht oft, weil es natürlich schon ausbleicht, sowas. Und hier geht es auch direkt rein und so wie es aussieht, scheint es dann auch eine Unterkunft für die Mannschaft zu sein, für die Soldaten. Sind da noch Regale angebracht gewesen? Ja, ja, tatsächlich. Und hier hat man die Holzbetten noch. Hier an der Seite noch so ein kleines Hochregal angebracht. Das praktisch für jeden, der hier einen Platz hat. Das sind 6 Mann, ihr müsst euch das mal vorstellen. 6 Mann sind hier drin. Ich habe keine Ahnung, wie viele Quadratmeter das hier sind, aber das ist jetzt hier eine Raumgröße von vielleicht 2x2 Metern. Also das ist schon nicht viel. Wo die dann hier drin hausen müssten. Und mit der Belüftung, das ist halt auch immer so eine Sache, weil hier war auf jeden Fall auch immer noch ein Ofen drin. Und hier, ja, das ist wahrscheinlich das Ofenrohr hier raus, aber auch mit der Belüftung an sich, das ist schon schwierig, sage ich mal, so in kleinen Räumen. Hier geht es auch halt direkt in ein Grabensystem über, wie wir das schon bei einer anderen, bei den Skans in Hölzjes gesehen haben. Und hier da oben könnt ihr schon erkennen, da ist ein Bunker. Und zwar hat er die gleiche Form, wo wir zum ersten Mal vor einigen Jahren auf diese Linie gestoßen sind. Das war ja überhaupt nicht geplant, dass wir diese Linie erkunden. Und dann sind wir halt sowieso irgendwann mal drauf gekommen, dass hier was ist. Und haben uns halt immer mehr mit der Materie auseinandergesetzt. Und hier ist tatsächlich so ein Bunker, wie wir ihn damals auch gefunden haben zum ersten Mal. Das ist wie so ein Oktagon gemacht, also wieder so eine 360 Grad MG-Geschichte. Wir gehen einfach mal hier hoch. Hier oben habt ihr noch eine Befestigung angebracht. Die höchstwahrscheinlich für eine zusätzliche Abtarnung gedient hat. Aber auch das, was ihr hier oben seht, ist auch zum Teil gemacht worden. Damit sich das natürlich viel besser in die Landschaft einfügt, weil natürlich so eine Geschichte in der Landschaft halt sehr stark auffällt. Für diesen Bunker hier wieder so eine Klappe. Oh, die ist auch richtig schwer. Oh, lässt sich aber noch bewegen. Und dann können wir hier absteigen. Das werde ich jetzt mal machen. Und dann kommen wir nämlich hier wahrscheinlich unten rein. Das ist schon eng. Wow. Jetzt sind wir hier unten drin und dann nehme ich euch natürlich direkt mit nach unten, damit ihr euch das auch ansehen könnt. Und jetzt seht ihr das, wir haben hier wieder eine Tür, so eine doppelte, die man hier nochmal mit so einem Scharnier sichern konnte. Und hier habt ihr nämlich wieder, was ich damals meinte, den Platz auch direkt für die Besatzung, für das MG. Man hat hier nämlich jeweils Betten eingebaut.
Hier gibt es scheinbar noch, sieht aus wie ein Ofenrohr. Und hier geht es nämlich dann hoch. Es ist hier nämlich auch noch, ja, es ist nicht mehr komplett bewirtschaftet, aber eine Zeit lang bewirtschaftet worden. Also das heißt, es war mal noch besser erhalten. Aber ich meine, diesen Zustand alleine, der ist ja auch schon top. Das sieht man alles nicht so häufig. Uiuiui. Jetzt muss ich erstmal hier mit der Kamera irgendwie hochkommen. Ich muss mir das, glaube ich, mal angewöhnen, dass ich die Kamera dann irgendwie teilweise auf den Kopf machen kann oder so. Da muss ich mir nochmal was überlegen, weil ich dann doch häufig zwei Hände brauche. So, und hier seht ihr das jetzt mal richtig gut. Das war nämlich damals in dem ersten Video auch nicht so unbedingt zu sehen. Da gab es hier auch diese Bretter, die hier ringsrum angebracht wurden, aber nicht diese kleinen Blöcke, wo man höchstwahrscheinlich das MG, was hier drin stand, besser fixieren konnte. Hier sind halt noch Bohrungen und da konnte man das wahrscheinlich ruhiger halten. Und ja, hier halt wieder die obligatorischen Klappen. Funktioniert alles noch soweit. Ja, und hier seht ihr das nochmal von oben. Die Betten und so weiter, die sind jetzt natürlich nochmal nachträglich gebaut worden und reingesetzt. Aber die sahen im Original genauso aus. Das Holz ist ja natürlich irgendwann mal vergammelt einfach. Klasse, dass man das jetzt nochmal sieht. Weil damals in diesem alten Bunker, wie gesagt, ich verlinke das Video auch nochmal, da waren auch die Schaden komplett zugespachtelt. Also mit Mörtel, Zement, keine Ahnung. Da konnte man hier leider auch nicht rausschauen. Klasse. Okay, gehen wir erstmal wieder raus. Ja, und hier habt ihr jeweils auch nochmal, das hat mir ja auch nicht gesehen, die waren wahrscheinlich schon übererdet für die Belüftung, die Luftstutzen hier. So, angeschlossen weiterhin an das Grabensystem. Gibt es hier wahrscheinlich wieder so einen offenen Maschinengewehrstand. Das hat man jetzt schon in Erfahrung gebracht gehabt in den anderen Anlagen. Ja, das ist wieder genauso aufgebaut. Da ist einmal so ein Absatz drin, entweder komplett betoniert der Absatz oder wie in der Form mit, ja, was ist das, Holz, Holzkonstruktion. Ja. Und dann konnte man hier wahrscheinlich das MG dann auch positionieren und hier halt die Mannschaft rein und raus gehen. Also die ganze Anlage ist hier ganz weit verzweigt, geht die hier noch weiter. Ihr seht da hinten immer wieder Hügel, wo sich Bunker drunter befinden. Und hier die Einkerbungen, die Linie hier, das ist halt weiterhin das Grabensystem, wo wir uns jetzt zum Beispiel auch weiterhin drin bewegen. Auch da hinten sehe ich in der Distanz, in der Ferne, einen weiteren Bunker. Und hier geht es im Prinzip weiter. Das ist wo, glaube ich, die größte Anlage von Skans Verteidigungssystem in Schweden, die wir bis jetzt gesehen haben. Also jetzt schon in den ersten Minuten einfach, kann man das schon sagen. So, jetzt nehmen wir uns hier einen weiteren Unterstand. Oh yeah. Das sieht auch irgendwie nochmal komplett anders aus, wie das, was wir bisher gesehen haben. Diese Tür ist auch schon interessant hier. Und dann ist hier so ein komischer Kasten. Keine Ahnung, für was der hier ist. Und oh, das ist dann auch schon immer, ihr seht es ja, so schwierig hier reinzukommen. Es ist immer so extrem eng. Und das ist ja der Hauptzugang. Aha. Und hier sieht man aber, dass das auch eine MG-Stellung gewesen ist. Hier wieder das Podest, wo das MG drauf kam.
Und hier konnte man auch noch durchschauen oder auch schießen, je nachdem. Und hier die Klappen zumachen. Das ging auch alles noch ziemlich einfach. Oh, das ist ein bisschen schwergängiger, aber das geht ebenfalls. Ihr seht es ja jetzt hier bei mir, konnte man sich ja auch nicht aufrecht hinstellen. Also es ist noch nicht mal 1,80 hoch. Hier höchstwahrscheinlich wieder für den Ofen. Und vermutlich hat das einfach was hier mit einer Belüftung zu tun. Hier sind auch noch Verschraubungen. Das weiß ich nicht, was da drin war. Und hier unten, da ist auch irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist hier, kriege ich leider nicht hoch, was sich hier unten verbirgt. Vielleicht ist das irgendwie einfach nur, falls sich hier Wasser sammelt, dass das hier abgelassen werden kann. Und hier die Reste von diesem Fundament, was hier so abgeschlagen ist, weiß ich jetzt auch nicht, was das zu bedeuten hat. Okay, dann gehen wir erstmal hier wieder raus. So, jetzt nähern wir uns jetzt hier der nächsten Anlage, dem nächsten Objekt. Ja, hätte man das hier nicht nochmal irgendwie freigemacht, dann wäre die Anlage auch nahezu versteckt. So, wir haben Licht und sehen, dass das vermutlich ähnlich ist wie dem Bunker, den wir gerade gesehen haben. Das Reinkommen ist echt schwierig. Was hier auch interessant ist, hier ist wie so ein kleiner Kabelkanal. Dann gab es hier wahrscheinlich die Möglichkeit von Funkgerät oder Telefon, je nachdem, mit so einer Klingelleitung hier Kommunikation aufzubauen zu den anderen Anlagen. Und vielleicht gab es ja auch so eine Art zentralen Bunker. Hier ist ein bisschen Draht dran, wahrscheinlich, um hier die Klappen besser zu verschließen. Wobei man hat hier auch so einen Bolzen. Konnte man dann praktisch hier auch einhängen. So. Ja, und hier habt ihr wieder das Podest für das MG. Und hier nochmal eine separate Luke, wo man hier rausschauen konnte eigentlich. Für denjenigen, der beobachtet, vermutlich. Ja, hier wieder so eine Art Sickergrube. Und hier die Verschraubung, aber was da dran war, weiß ich nicht. Vermutlich dann Verbrauchsgüter oder einfach die Munition irgendwie. Die musste ja dann auch schon hier drin sein. Okay, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Hier kann man jetzt ganz gut sehen, hier wäre schon der nächste Bunker. Davon ist auch das nächste Objekt. Und wir sind ja jetzt hier in diesem Bunker. Das heißt, die sind gar nicht so weit auseinander. Lass das mal 50, 60, 70 Meter sein. Noch nicht mal 100 Meter jeweils zueinander. Also das ist hier in diesem Bereich schon ziemlich ja, sehr nah. Also diese überschneidenden Feuerwinkel auch. Also diese Linie ist sehr, sehr stark befestigt. Ich weiß nicht, ob man jetzt auch noch Bunker finden, wo vielleicht sogar noch eine Pack oder so verbaut wurde. Aber MG-Stellungen alleine, wie gesagt, da hinten ist ja schon die 360 Grad MG-Stellung. Dann kommt hier schon wieder eine MG-Stellung. Da vorne wird vermutlich eine sein. Hier war jetzt eine drin. Also das ist wirklich massiv, was hier jetzt gestellt wurde. Keine Ahnung, warum das jetzt hier so krass ist auf einmal. Da muss ich nochmal gucken, woran das jetzt hier liegt. Ihr habt jetzt auch nochmal die Außenansicht von dem Bunker. Ihr habt jetzt hier praktisch so V-förmig, also hier so ein Winkel. Dann hier aus Holz solche Abdeckungen für die Front, für die Scharten. Und hier oben wieder die ganzen Moniereisen drin, wo man jetzt praktisch Tarnnetze und so weiter anbringen kann. Aber auch eine ganz komische Form einfach. Also dass die wirklich nur diesen Winkel haben. Jetzt in diese Richtung, hier könnt ihr schon erkennen,
sind wieder diese Findlinge, die Panzersperre hier. Also das ist schon sehr, sehr komisch hier, dieser Aufbau. Aber es zeigt halt nun mal wieder, dass es zwar immer wieder gleiche Aufbauten gibt, gleiche Objekte, aber auch dann schon wieder nicht. Also, dass das immer variiert, je nachdem, was in dem Gelände halt passiert oder was halt abgedeckt, verteidigt werden musste. Weil diese Aufbauten jetzt mit diesen Bunkern hatten wir so bei noch gar keinem von diesen Scans. Wir steigen jetzt hier einfach mal wieder in das Grabensystem ein. Ja, und haben jetzt hier wieder die nächsten Verschläge. Hier höchstwahrscheinlich auch wieder für die Mannschaft, so wie das hier aussieht. Ja, man hat hier wieder so ein Regal. Und ja, hier ist der Einstieg. Ich muss mal eben kurz Taschenlampe zücken. Ja, aber auch ein bisschen anders wieder. Es ist auch wieder nur ein ganz kleiner Raum. Ist gar nicht so groß. Ob das einfach hier nur so ein Zwischenlager ist. Komisch sind dann halt auch diese Rohre hier, da und hier oben. Also kann ich jetzt auch gerade wieder überhaupt nicht sagen, was jetzt hier dieser Raum, ihr könnt es ja sehen, das ist überhaupt nicht groß, was der jetzt wieder für eine Bedeutung hat, ob es wirklich nur ein Zwischenlager ist, aber ich habe keine Ahnung, für was diese Rohre hier sind. Die sind ja hier wahrscheinlich einfach nur abgeflext. Keine Idee. Also wer dann immer irgendetwas weiß, wie gesagt, wir werden ja immer noch ein bisschen nachrecherchieren. Und wenn es halt Informationen gibt, die brauchbar sind, dann werden wir die halt in Textform hier beispielsweise einblenden. Aber jetzt gerade aktuell kann ich es nicht sagen. Hier haben wir auch wieder eine andere Art. Hier ist so noch so eine Tonne und ein bisschen ja, Stahlseil drin. Das scheint wirklich nur irgendwie so eine Art Lager zu sein. Das haben wir hier auch. Hier haben wir wenigstens jetzt mal einen befestigten Weg. Aha, ich glaube, das hier ist so eine Packgarage. Das sieht wieder ganz danach aus, dass das hier so eine Garage ist. Mal ein bisschen Licht. Hier haben sie wahrscheinlich Sachen auch so ein bisschen ausgestellt hier an den Seiten, was man hier mal gefunden hat. Das ist ja auch schon alles alt hier, da hinten die ganzen Kanister, aber das wird eine Packgarage hier sein, definitiv. Also hier haben wir wirklich recht gehabt, das ist jetzt die Packgarage, wir haben das gerade nochmal nachvollziehen können. Und diese zwei kleinen Objekte hier an den Seiten, rechts und links, das ist dann wirklich für die Munition. Da wurde die Munition gelagert. Und hier geht es im Prinzip wieder zu einer weiteren MG-Stellung. Oh, da ist sogar noch so ein, das sieht aus wie für das Filtersystem, ja, zum Kurbeln. Tatsächlich. Ja, und hier ist wieder das, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Die MG-Stellung, ja. Krass, was hier alles noch so liegt. Ich habe das gar nicht so stark angeschoben. Oh, nicht schlecht. Ja, und hier ist nochmal ein Regal, da liegt auch irgendwas drauf. Also da wird da eine Art Telefon gewesen sein, weil da gibt es so eine Klingelleitung durch. Die geht nämlich hier raus, das seht ihr hier unten links am Boden. Ich muss mich jetzt wieder hier bücken. Hier links, hier unten ist das Rohr. Da geht die Klingelleitung durch. Wahrscheinlich schön unterirdisch, damit halt nichts kaputt geht. Ja, hier haben wir jetzt auch noch was Interessantes gefunden. Mitten in der Landschaft. Aha, was ist das wohl? Ja,
die gehen noch irgendwie hoch. Oh, nee, es ist leider verrostet. Schade. Keine Ahnung, was da jetzt wohl drin gewesen ist. Eine richtig massive Metallkiste. Ja gut, muss halt auch irgendwie was mit Munition zu tun haben. Andere Verbrauchsgüter, was aber so eine, sag ich mal, massive Kiste halt, ja, dass man halt so eine massive Kiste einfach für braucht, ne? Gut, hier wird auch irgendwie eine Beschriftung oder irgendwas mal dran gewesen sein. Das kann man leider gar nicht mehr erkennen. Das kann man auch nicht anheben. Ich weiß auch nicht, wie das dann transportiert wurde. Krass. Ja, und ich habe da jetzt noch mal so ein bisschen die Sicht. Also hier diese Bunker, das ist so merkwürdig angeordnet. Da verbirgt sich was. Da ist schon das nächste. Also die sind so dicht nebeneinander. Wahnsinn. Ja Leute, und jetzt könnt ihr sehen, hier war die Panzersperre. Drei Reihen. Ging hier auch so ums Eck. Hier ist sogar noch Stacheldraht dran. Das kann man jetzt auch mal gut sehen. Da wurde hier praktisch... Ah ne, das ist irgendwie lose. Aber hier kann man es ungefähr erkennen, wie das ausgesehen hat. Ringsrum war da nochmal Stacheldraht befestigt. Also es gab dann teilweise auch solche kleinen Ösen. Am Anfang dachte ich immer, man hat die irgendwie, keine Ahnung, so abgelegt. Aber diese kleinen Ösen, die sind im Prinzip für den Draht, für den Stacheldraht, der hier natürlich noch ringsrum ging. Ja, und das geht jetzt alles bis dahinter noch. Und auf der anderen Seite geht's halt weiter. Wahnsinn. Ja, jetzt habt ihr hier nochmal die Front, also dieses V-förmige. Dieser Bunker konnte praktisch nur nach unten wirken. Und hier in der Front ist die Panzersperre. Also die haben wirklich feste Feuerlinien gehabt. Deshalb gibt es wahrscheinlich so viele. Und der 360-Grad-Bunker, der konnte natürlich dann in alle Richtungen feuern. Aber trotzdem finde ich das echt massiv, was die jetzt hier hingebaut haben. Das ist wirklich mal komplett anders. Da war ja auch einiges betoniert und es gab halt viele kleinere Stellungen. Aber diese Bunker sind schon wirklich sehr massiv für die Skans-Verteidigungslinie. Wenn man dann bedenkt, dass die auch innerhalb von einem Jahr hochgezogen wurden. Ne? Das ist ja auch das Krasse. Ja, wir werden jetzt gleich nochmal hier durch die Gräben gehen, in den hinteren Bereich. Und da werde ich nochmal schauen, was wir finden können. Ja, wir laufen jetzt hier einfach mal so ein bisschen entweder in den Panzersperren, sage ich schon, in den Gräben, in den Laufgräben. Oder oberirdisch, die gehen jetzt hier zum Beispiel raus. Jetzt versuchen wir mal da hinten reinzugehen. Also wie wir das jetzt hier erfahren haben, ist das Ganze mal bewirtschaftet worden. Aber es macht jetzt nicht mehr den Eindruck, dass das fortgeführt wird. Das ist sehr merkwürdig. Aber naja, kann was damit zu tun haben, dass vielleicht keine Gelder mehr zur Verfügung stehen. Das weiß man jetzt auch nicht. Aber gut, dafür sind wir jetzt hier und dokumentieren das nochmal entsprechend. Und das ist es auf jeden Fall wert. Ja, angekommen. Wie ihr sehen könnt, hier ringsrum ist wieder so ein Laufgraben. Und hier gleich noch einer, parallel dazu. Der ist deutlich tiefer noch. Ja, hier hat sich leider schon jemand dran verewigt. Das sind immer wieder die Sachen, die ich ja auch nicht wirklich verstehe. Aber interessant ist, hier nochmal wieder das Camouflage auch zu sehen. Und hier habt ihr auch wieder die zwei ja, Belüftungsvorrichtungen. Und hier wäre
Ja, hier könnt ihr das zum Beispiel jetzt auch sehen. Ne? Das ist ja halt nicht mehr bewirtschaftet. Hier gab es mal so temporäre Absperrungen. Die sind schon alle auseinandergefallen. Und ja, man muss dann aufpassen durch diese Sachen hier. Da kann man sich natürlich auch verletzen. Hier habt ihr auch wieder diese Luke. Oh, die ist so massiv schwer. Oh. Und hier ist irgendwie noch mal was dazwischen, noch mal ein Blech oder so. Keine Ahnung. Deshalb mache ich die mal zu. Weil hier unten ist, glaube ich, der Zugang, genau. So einmal gab es, das ist wahrscheinlich so eine Art Notausgang, wenn das da unten, der Hauptzugang, halt versperrt ist. Dass man dann oben aussteigen konnte. Oh. Oh, ach du grüne Neune, guckt euch mal diesen großen Pilz an. Wahnsinn. Ja. Und hier ging es rein. Hier ist dieses Kabel, was ich meine. Die Klingelleitung. Und hier kommt man rein. Ich muss mich jetzt erstmal hier wieder durchquetschen. Also ihr seht, das ist genau der gleiche Aufbau. Ihr habt hier wieder zwei Betten da drin. Hier, wie gesagt, diesen Art Notausstieg. Wir sind jetzt hier am Haupteingang. Und da hinten geht es dann halt hoch. Zu der Glocke, Kuppel, wie man das jetzt in dem Moment nennt. Und oh, ihr seht das, hier ist es so schwierig, hier ranzukommen. Ja, also das haben wir ja jetzt schon mal gesehen. Ich gucke jetzt noch mal weiter hier in der Mitte von der Anlage, ob da noch irgendwie was anderes zu sehen ist, was ich euch zeigen kann. Gehen am besten hier hoch. Oh. Hier sind auch immer wieder Reste von irgendwelchen Betonplatten. Kann sein, dass das auch alles mal hier irgendwie noch verbaut war. Okay, weiter geht's. Ja, hier haben wir jetzt auch noch mal eine andere Art gefunden, glaube ich. Mit einer sehr massiven Stahltür, das sieht auch irgendwie komisch aus da drin. Ich muss jetzt eben mir die Taschenlampe nochmal schnappen. Hier so eine, ja, wobei das ist Holz. Das sah jetzt nur so massiv aus. Das ist eine Holztür. Und hier unten, naja, keine Ahnung. Das ist einfach jetzt nur ein kreisrunder Bunker. Nichts war da drin. Jo. Große Fragezeichen. Keine Ahnung, was das jetzt wieder für eine Geschichte ist. Der ist hier angeschlossen an zwei größeren Bunkern. Und deshalb könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man auch da wieder was zwischengelagert hat, was man hier über die Laufgräben schnell erreicht hat, um da ja eventuell Munition oder sowas zu lagern wieder. So, wir haben jetzt hier nochmal einen Bunker wieder mit sehr interessanten Tarnanstrich. Das scheint auch wieder ein bisschen anders zu sein. Ja, sehr interessanter Anstrich. Und hier geht's rein, zwei Zugänge diesmal. Dann wieder nur eine Holztür. Oh, was ist das denn hier? Hier oben wäre auch irgendwas gewesen, was verplombt ist. Ist das ein Brunnen oder was? Ja klar, es ist ein Brunnen. Es ist ein Brunnen. Aber wir können es nicht bewegen. Es ist... Ich krieg's nicht bewegt. Nein. Es ist ein Brunnen. Ja, krass.
auch nochmal wieder einen interessanten Zugang, aber das ist nur noch ein Schluf. Ich komme hier eigentlich fast gar nicht mehr rein. Boah. Ihr könnt es aber erkennen, ich glaube, ich bin im Nordzugang. Ich müsste auf die andere Seite rein. Oh, Leute. Oh, Wahnsinn, was wir hier wieder machen. Diese Seite wäre jetzt eigentlich der Hauptzugang für diesen Bunker. Oh. Und jetzt kommen wir hier erst durch eine Holzpforte. Und jetzt könnt ihr schon sehen, diese ovale Bauweise, hier ist die Tür, Stahltür, und hier, ja, konnte man sich reinsetzen. Krass. Also so viele verschiedene Bunker, die es hier gibt, das wird einfach, dass sich die Soldaten jetzt hier in Schutz begeben konnten, wenn zum Beispiel Artillerieschläge etc. gedroht haben. Ja, Wahnsinn. So viele verschiedene Bunker hier. So, Freunde, mit dem letzten Bunker würde ich jetzt das Video hier verabschieden an dieser Stelle. Wir haben echt so eine Menge gesehen, die unterschiedlichsten Bunker, und ich bin von dieser Verteidigungslinie der Skans auch wirklich ziemlich überrascht, weil es halt nochmal zeigt, wie umfangreich und facettenreich dann doch diese Kampflinie gewesen ist. Und es ist wie immer nur ein Bruchteil dieser riesigen Verteidigungslinie, die in relativ kürzester Zeit 1940 errichtet wurde. Und ja, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Ihr habt Anregungen, Kommentare für uns, dann gerne halt rein in die Kommentare. Und ansonsten freuen wir uns über ein Abo und ein Like von euch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!